Ah, guten Tag, ey. Meine liebe Alice, ich mache mir Sorgen um Adelard. Die Feste sind mir egal, aber nach meinem jüngsten Verlust ist er nicht einmal willens, in die Stadt zu fahren. Er erlaubt mir auch nicht, das Boot zu benutzen. Er scheint abwesend in seinen Gedanken über, wer weiß, was versunken. Tatsache ist, wenn er mich anstarrt, durchläuft mich eine Unruhe. Das Gefühl kenne ich gerade sehr gut. Ich fürchte mich. Fürchte mich sogar davor, dass er diesen Brief entdecken wird. Ja, ja. Ich habe Angst, Alice, und bin sehr beunruhigt über Adelards Geisteszustand. Ich bin gerade auch ein bisschen unberuhigt hier, nicht wahr? Wo und wo können wir uns treffen? Es muss ein Geheim sein. Bitte gib einen Brief an Fabios Sohn und beschwöre ihn, ihn unter der dritten Latte des Stegs zu verstecken. Bitte was? Bitte, bitte gib deinen Brief an Fabios Sohn und beschwöre ihn, ihn unter der dritten Latte des Stegs zu verstecken. Achso, okay. Deine Freundin V. Wie wird? Hey, die steht neben mir, ne? Ich bekomme... Ja. Tschüss! Nein! Scheiße, blöde Kuh. Das ist sehr unfair. Das könnt ihr doch nicht machen. Das könnt ihr doch nicht machen, Alter. Alter. Während ich einen scheiß Brief lese. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Ach, du Scheiße. Spookies Jumpscare-Menschen. Ach so, das. Ich finde das immer noch so langweilig, meine Güte. So, wo ist jetzt die andere? Wer ist die junge Dame eigentlich? Unsere Freundin, die von dem Geist besessen ist. Wie hieß sie nochmal? Felice? Die von Viviette besessen ist. Aber sonst... Ja. Oh, na toll. Kommst du auch mal raus, ja? Da ist sie wieder gegangen. Kommst du bitte wieder raus? Ich muss den Brief zu Ende lesen. Da war scheinbar noch eine Textzeile, glaube ich. Da, hallo? Hallo? Wo ist sie hin? Ja, deine Freundin? Ach so, okay, da war nichts mehr. Hi, tschüss! Hey! Ach, wie schön, bisschen Aufdringling. Dringling, ja. Aufdringlich, aber trotzdem zauberhaft. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, ja. Hey. Beruhig dich doch, Felice, Mensch. Ja, ja. Mensch, ne, ist die nicht sauber, ist so schnuckelig, ne? Wir wollten zusammen einen romantischen Ausflug hier machen, ne? Ja. Ja. Felice Navidad, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Ist ja wieder sehr früh dieses Jahr. Ja. Ist ja kuschelbedürftig, gut, mindestens. Ja, 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 ja. So. Da steht man wie auf ihn, Alter. Willst du mich flicken? So, was ist hier? Was ist das? Ach du Scheiße. Oh, hier wurden vielleicht die Puppen hergestellt. Ach, ist ja auch gar nicht gruselig. Guten Morgen. Na, mal hallo, guten Abend. Willkommen bei Viviette. Hier ist es richtig nett. Oder so. Gliedmaßen und Köpfe. Es ist voller Ersatzteile für Schaufensterpuppen und Puppen. Ja, ist okay. Uff. Da ist nichts drin. Eine Schaufensterpuppe aus Holz. Der Hals zwischen Kopf und Rumpf ist aus Edelholz. Das ist schön für das edle Holz. Hi, Felice. Hey. Na? Schnucki Putz, genau. Geh mal Wein holen, ne? Ich muss hier mal ein bisschen meine Puppen angucken. Eine Schaufensterpuppe aus Holz. Der Hals zwischen... Tschüss. Die sind also wohl alle so. Ja, wir sind weitergekommen. Ziemlich sogar.
gut. Eine lose Farbe, aufgrund ihres Alters ausgetrocknet. Weiße Farbe. Oh, da ist sie wieder. Hey, hast du meine Flasche Wein mitgebracht? Nee? Dann ab zurück in den Weinkeller! Mensch, Frau! Nee, du gehst jetzt zurück. Nee, ich hab das nicht so gemeint. Bitte geh zurück. Ja, nee, ist okay. Bitte bring mir doch die eine Flasche Wein, Schätzchen. Bitte, Schatzi, Pupsi, Schnuffelkopf. Ah, nein. Scheiße. Tschüss. Dann hole ich sie halt selbst. Oh Gott. Oh Mann. Hey, hier ist auch noch ein Raum. Hui. Wertloser Schrott. Ich frage mich, wozu diese ganzen Maschinen gut sind. Ist das eine Art Kessel? Heieiei. Ich glaube, dann schaut sie mir die Scheidung. Ja, ja. Ich glaube auch. Nein, da ist sie schon wieder! Bitte, ich hab das nicht so gemeint. Nein, nein, nein. Tschüss! Ich mache immer nur das Licht an, damit ihr besser sehen könnt. Das passiert, wenn man so mit Frauen spricht. Ja. Manu. Ach, oh, die soll sich doch nicht so anstellen. Oh, Mann, sie weiß doch, wie ich es meine. Mann, was ist denn in ihr gefahren? Vielleicht ein böser Geist. Hm. Oh, Scheiße. Hallo? Wo ist sie hin? Holst du mir jetzt den Wein? Wo ist sie hin? Okay, sie ist weg. Hey, hey. Was ist denn das? Die Plattenrüstung eines Soldaten aus einer vergangenen Epoche. Geil, ich mag vergangene Epochen. Eine sakrale Skulptur aus Stein, ihr Gesicht ist ausdruckslos und die Augen tot. Was macht sie da? Sie rennt auf einer Stelle. Hm. Ich glaube, die hat ihre Tage einfach wie die Schokolade hinwerfen und ein paar Wochen warten. Okay, das klingt auch noch eine gute Idee. Wo kriege ich Schokolade her? Jetzt müssen wir mal ganz schnell los hier. Hey, sie hat sich in der Laterne verpackt. Rennen über nochmal, ne? Tschüss. Na toll, sie rennt mir hinterher. Kann der Boden hier einbrechen? Man weiß es nicht. Ich will es gar nicht herausfinden. Wieso rennt sie bitte hinterher? Bruder muss los. Ja, aber ganz schnell hier. Ich kann verstehen, dass wir unsere Freundin, Schrägstrich-Schwester, Schrägstrich-Bekannte, Steuerberater nicht abstechen wollen. Aber können wir sie nicht einfach mal irgendwo einschließen? Ja, aber echt, hey. Steuerberaterin. Voll gut. Sie ist, glaube ich, wirklich Steuerberaterin, ey. Steuereintreiberin! Hey, da ist ein Loch! Springen wir doch mal rein! Oder auch nicht? Na, ich möchte mir noch Zeit lassen für das Loch. Da möchte ich mich erstmal drauf vorbereiten. Um Gottes Willen, da ist sie schon wieder. Stopp mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich versuche mal. Seht ihr jetzt besser? Nein. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ein bisschen vielleicht, ne? Kno mich nicht so an. Ich glaube, die hat nur Hunger, oder? Hallo. Hi, ja. Kannst du bitte vielleicht... Was hast du überhaupt mit deinem lustigen Messer vor? Die Küche ist ganz woanders. Ja, genau. Ja, genau. Tschüss. Oh, gar nicht aufdringlich, die Alte! Scheiße. Ach, dann schau halt richtig hin. Eine Art Schubkarre. Zementsäcke. Ah, super geil. Brecheisen! Geil, jetzt haben wir der einen eins über. Der einen hier. Jetzt aber. Ich glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube, das Brecheisen ist für was anderes.
Hier ist sonst nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Ach, zum Speichern. Ach, guck mal. Fantastisch. Das ist ein Speicherraum. Sehr ungewöhnlich. Sie möchte mit mir was klären. Ich aber nicht. Was war denn das gerade? Sag mir nicht, es gibt zwei von denen. Hey, bitte nicht. Betonieren wir sie ein, ja! Betonieren wir ihre Füße ein, wenn sie wieder auf uns losstürmt. Hey. Ja, die will bestimmt noch reden. Bestimmt. Hey. Was ist das denn für ein tolles Loch? Ein großer Krater mitten im Boden. Er sieht gefährlich aus. Ja, ja, Krater sind immer sehr gefährlich. Ja. Vorsicht, der Krater springt dich an. Eine sakrale Skulpturstein, ihr Gesicht des Ausdrucks. Lololololos! Brecheisen für den Keuchhalsgott. Alter! Ja, gut. Ja. Vielleicht haben wir noch ihre Hausschlüssel und deswegen kommt die immer so nah. Meinst du? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich haben wir doch. Eigentlich haben wir unsere eigenen Schlüssel, weißt du? Irgendwie, ich weiß ja auch nicht. So, wir haben jetzt ein Brech. Komm, wir springen jetzt einfach da runter. Wuhu! Hä? Er ist eingebrochen. Genau wie ich befürchtet habe. Gut, da kann man also doch nicht hin. Sondern wo dann? Aha! Ja. Brecheisen, ja? Was haben wir denn jetzt alles Neues? Oder wir riechen nach Schoki. So viele Möglichkeiten. Wir riechen nach Bruno Bananen. Nee. Das ist dieser Duft, in dem ich mich verschossen habe. Ich mag diesen Duft. Nehme ich zur Zeit. Das soll jetzt echt keine Schleichwerbung sein. Aber es hat mir so lustigen. Ja, da hat mir so ein bisschen. Ja. Insider im Stream. Ich bekomme jetzt wieder voll Lust, selbst im Horror-Game zu streamen. Dann stream mein Gesicht, Liara. Ja, moin. Frostet, also, obwohl sie etwas kurz und dünn ist, könnte sie nützlich sein. Ja. Es kommt halt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. Gut, wir haben jetzt hier noch Sachen zum Lachen. Um Gottes Willen. Was wollen wir jetzt mit dieser Brechstange? Komisch. Ich sag doch, okay, ich Spannungsquad. Hä, ist das nicht dasselbe? Ach, schön. Soll ich mal versuchen, irgendwas. Was könnte ich jetzt mit der Brechstange aufbrechen? Zu viele Möglichkeiten. Kann ich mir noch mal Wasser holen? So einfach so, vielleicht? Just for fun? Oh, ich weiß, wo wir hin müssen. Wenn ich nicht ganz dumm bin. Ich kann noch mal Wasser holen. Vielleicht brauchen wir das ja noch mal. Könntest du mal aufhören zu spoilern, Klinge? Es sind zwar nur Ideen. Aber selbst Tipps sind ja eigentlich nicht erlaubt. Klinge, Klinge, Klinge. Was ist da los? Zack. Gut, dass ich aber schon selbst drauf gedacht habe. Mit diesem geilen Deutsch. Du hast bekommen Holzplanken. Oh, ich weiß auch für was. Und wir können auch hier rein. Hallo! Bitte was? Ach, das ist ein Sägewerk! Toll! Das Sägewerk in Bad Sägewerk. Scheinbar steuert diese Maschine die riesige Radialsäge da drüben. Auf der Vorderseite befindet sich eine Öffnung. Hier, dann schieb doch mal ein Teil rein. Schade. Was ist das? Gut. Hm.
Oh, ich dachte, wir brauchen das Brecheisen für den Steg, der nicht mehr da war. Ja, aber da hast du recht. Da brauchen wir noch einen Zettel. Da hieß es ja, da ist noch was. Das könnte es vielleicht sogar sein. Sehr geehrter Herr Neuville, ich schreibe Ihnen persönlich, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mir Sorgen um Ihren Krankheitszustand mache. Nach dem, was ich während Ihres letzten Besuches beobachtet habe, bin ich über Ihre Gesundheit besorgt. Um Diskretion zu bewahren, habe ich jeglichen Kommentar in Anwesenheit Ihrer Frau vermieden. Aber bitte, ich flehe Sie an, kommen Sie mich so bald wie möglich unter vier Augen besuchen. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie besorgt, und mit Gottes ruhiger Hand werden wir durchhalten. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich auszuruhen und vor allem alkoholische Getränke zu vermeiden. Ich erwarte Ihren Besuch, Dr. Gaston Valier. Er schon wieder. Ja, es geht halt immer noch um diese eine Sache. Aber vielleicht um noch mehr. Krankheitszustand. Der Mann war krank. Aber inwiefern? Körperlich, gesundheitlich, beides? Psychisch? Was haben wir hier? Eine Truhe. Sie lässt sich aber nicht öffnen. Wir haben doch ein Brecheisen, Mensch! Geht nicht. Was steht denn bei den Brettern? Planken aus Holz, die wahrscheinlich aus den vielen Bäumen auf der Insel hergestellt wurden. Sie sind lang und kräftig. Da kenne ich noch etwas. Ha? Kannst dich ohne Sorgen auf die Schneidefläche legen? Unbedingt. Oh, Sägewerk. Das sind Horrorfilme und Spielen nie gefährlich. Nein. Eben genau, da kann man sich einfach auf die Schneidefläche legen. Ist einfach nicht gefährlich hier. Sind Sie mal im Bad Sägewerk, da kommen Sie uns besuchen. Im Sägewerk, Bad Sägewerk, zur Sägenwege buchen. Ah ja, das Lied ist super. Ja, das ist schön. Gut, also mehr gab es hier nicht. Aber es waren ja auch schon mal interessante Zusatzinformationen. Ne? War schon mal ganz nice. Die Truhen irgendwie? Nee, okay. Aber warte, war hier was gelb? Ja. Also können wir hier irgendwas machen, tendenziell eventuell. Ja, müssen wir mal gucken. Da ist ja noch wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal einen Schlüssel im Holz. Da gucken wir mal. Ja, gehen wir mal zum Steg. Der eigentlich schon noch vorhanden ist. Das kurze, dünne Brecheisen und die langen, kräftigen Bretter. Für alle was dabei. Yay! Ja! Schön, ne? Die geht auch nicht zufällig an. Die Säge. Bestimmt nicht. So, da ist der Steg. Guckst du? Hieß es nicht hier irgendwie unter dem dritten Brett oder so ein Käse? Das scheint jetzt hier aber irgendwie nicht so relevant zu sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Mist! Ja, klingt ist ja okay. Ich dachte, du kannst selbst so nur denken. Ja, kann ich ja. Hä? Hä? Ah, sowas. Ich fange gerade so viel. Drittes Brett, von welcher Seite? Ja, eben. Aber ich habe auch hier probiert, ne? Ja. Vielleicht später. Vielleicht ist es da auch nicht mehr. Ach, keine Ahnung, du. Schwer ist es nicht. So, was haben wir jetzt alles? Moment, wir haben jetzt Bretter, wir haben Wasser. Wir haben aber auch diese schwarze Schachfigur. Die irritiert mich ja auch noch ziemlich. Was haben wir noch? Was bräuchten wir noch? Ich glaube, sonst ist jetzt nichts weiter da.
Ja, aber ich habe ja auch oben probiert. Ich habe jetzt alle Bretter probiert eigentlich. Da war aber nichts. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wurde der Brief auch schon gefunden oder so. Also ich hätte jetzt eine Idee. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Hacke und eine Axt und bauen erstmal ein Feld an. Hashtag Harvest Moon oder Stadio Valley. Herrlich. Das ist eine gute Idee. Da bin ich dabei. Schön. So, hier haben wir auch noch lustige Zeichen der Lustigkeit. Können wir aber auch leider immer noch nichts mit anfangen, scheinbar. Vielleicht brauchen wir aber auch erst eine Schaufel oder so. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, im Moment geht es einfach noch nicht. Der Friedhof ist zugesperrt. Kann das Brecheisen? Nein, kann es nicht. Verstehe ich nicht. Kommen wir überhaupt auf den Friedhof? Kannst du zufällig... Hä? Mit was? Mit dem Eimer? Du hast bekommen Eimer. Ach, ich habe ihn jetzt wahrscheinlich gerade ausgeleert. Lol. Ha! Hey, toll. Lass uns einfach neues Wasser holen gehen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch brauche. Aber ich hole mir einfach noch das Wasser. Dann gehen wir einfach nochmal rein. Scheinbar können wir hier nichts machen. Was ist das? Riesige Wurzel. Ja, aber da können wir auch noch nichts machen, gell? Und hier habe ich, glaube ich, auch schon geguckt. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Boah, diese Eimer-Action. Boah. Ja, ne? Spannung, meine Damen und Herren. Hier wird es richtig feucht. Ich sag's euch. So eine feuchtig nasse Action habt ihr noch nie gesehen. Hier wird spritzig. Ich mit meinem Eimer voll Wasser. Oh, oh, oh ja, hier geht die Action ab. Ey, also, oh, ja. Gut, willkommen zurück im Haus. Ich habe echt nicht gut aufgepasst, dass du den was auf dem Steg fangen hast. Ich musste zu sehr lachen, weil Felix damit das lustige Geräusche wieder gemacht hat. War auch sehr amüsant, die Situation. Er steht hier einfach neben mir. Ja, moin. So, warte. Wir müssen zurück in den Keller. Ja. Wahrscheinlich schon. Zumindest haben wir jetzt Holz vorne und hinten. Hey, Vikun, Hallöchen aus dem Lurk. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder streamst. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind ja auch recht gut weitergekommen. Ich weiß ja nicht, was du so alles mitbekommen hast. Yes. Psst, halt die Klappe. Wir haben jetzt Holz von hinten. Aber echt, ey. Pass auf. Das klatsche ich jetzt auch hier hin. Was? Tschüss. Das Holz, das kann... Wie bist du überhaupt darüber gekommen? Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht mit. Tschüss. Nee. Nope.
Nope, 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 nope. Sag mal, bist du deppert, Madel? Aber echt, hey. Was ist da los? Was ist da gespielt? Ich verstehe das nicht. Was soll der Kack? Ja gut, wir müssen halt, ne? Es ist halt... Ich hasse dich. Hey, wirf was wär's... Nein, lieber doch nicht. Das ist jetzt... Hey! Schöne Augen hast du da. Hey, hast du deine Haare machen lassen? Die wehen heute besonders hübsch im Wind. Und so. Möchtest du dich vielleicht umdrehen? Da... Weiß ich nicht. Ach, scheiße. Hey, guck mal hier. Hey, tschüss! Ah, jetzt hat sie wieder Angst. Ja, 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 schleich die. Ja, ja, jetzt hier, gell? Hat sie wieder Angst vor meinem langen Teil, ja? Ja, jetzt ist sie schon wieder weg, gell? Ja, schon klar. Genau. Mann, was ist hier los? Werfen wir den Eimer rüber, dann kann sie wischen gehen. Aber echt. Neben dem Schlüsselloch erscheint eine Gravur des Wortes. Griso, Greco, Gregor. Die sehen alle so gleich aus. Hey, Billardtisch, geil! Boah, Alter, voll geil. Will jemand mit mir Billard spielen? Mega nice. Ein abgewrackter Billardtisch. Die Insekten haben die Oberfläche zerfressen. Ein Jammer. Ich mag Billard. Ja, eben. Ach, scheiße, können wir doch nicht mehr spielen. Ja. Lass mal kurz weg und schon stürzt der Rechner ab? What? Ja, der Rechner war halt bestürzt, dass du einfach weggegangen bist. Ja, aber... Dass er einfach abgestürzt. Was habe ich verpasst? Ja, eigentlich nichts. Wir haben jetzt Bretter dahin gelegt. Mehr war eigentlich nicht. Hey, eine goldene Statue. Nee, Bronze, gut. Eine Bronzeskulptur einer Frau mit erhobener Faust. Sieht so aus, als wäre da etwas in der Faust. Ich kann aber nicht sagen, was es ist oder wie ich es da herausbekommen soll. Wie zum Bums? Was zum Flick? Wie hast du und warum ist das eine Frau? Hä, ist das dann... Hängt da die Mona Lisa? Nichts Nützliches, nur Dekoration. Und die Mona Lisa. Aber...